Wahrscheinlich wisst ihr dies bereits, aber 75% der Erde sind mit Wasser bedeckt. Und von diesen 75% sind nur 3% Süßwasser. Und weniger als 3% sind für menschliche Bedürfnisse, für Landwirtschaft und Industrie zugänglich. Auch der menschliche Körper besteht aus 75% Wasser. Und das gilt auch für einige andere Arten auf dem Planeten, für Flora und Fauna. Wasser kommt in den Zellen aller lebendigen Organismen vor und vernetzt uns so mit allem, was sich auf diesem Planeten befindet und unser Leben ausmacht. Süßwasser ist nicht nur wichtig für das Wohlergehen der Menschen, sondern auch das der Tiere, Pflanzen und Ökosysteme. Süßwassersysteme sind Flüsse, Ströme, Seen, Grundwasser und Moore. Sie sind das Lebenserhaltungssystem unseres Planeten, weil sie sauberes Wasser zur Verfügung stellen und die Wasserkreisläufe und natürlichen Funktionen der Ökosysteme regulieren. Sie sind Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und insofern bilden wir alle zusammen eine Gemeinschaft am und mit Wasser, eine Flussgemeinschaft. Für uns Menschen ist Wasser nicht nur eine Frage des Überlebens, sondern es hat auch kulturelle, politische und wirtschaftliche Signifikanz. In der Mythologie und Religion hat das Wasser eine große Bedeutung. Denk beispielsweise an die Wassergeister in Sagen, Legenden und Märchen und an das Taufwasser in der Kirche und heilige Quellen. Auch im Alltag spielt Wasser eine große Rolle, zum Beispiel in Verbindung mit Hygiene und Gesundheit. Schließlich ist Wasser ein politisches Thema, denn es geht darum, wer Wasser besitzen, kontrollieren und regulieren darf und wer Entscheidungen über die Nutzung von Land in Flussgebieten treffen kann. Im globalen Vergleich haben wir in Europa einen sehr großen Wasserfußabdruck. Wasser steckt in Lebensmitteln und in Waren, welche wir konsumieren und zu einem großen Teil auch importieren. Dieser hohe Wasserverbrauch bedeutet nicht nur eine Überbeanspruchung von Wasserquellen, sondern auch die Zerstörung von Flusslandschaften und die Gefährdung der Wasserqualität. In vielen Teilen der Welt ist Wasser jetzt schon knapp. Der Klimawandel verändert Niederschlagsmuster und die Verfügbarkeit von Wasser. Konflikte über den Zugang zu sauberem Wasser werden in Zukunft zunehmen. Die Regulierung von Flüssen und Verbauung von Flusslandschaften beeinträchtigen Süßwasserökosysteme und damit die Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen. In dem Maße, wie wir Menschen die Umwelt zerstören, das Klima verändern und Natur und Tiere ausbeuten, stellt sich die kritische Frage, ob es richtig und gut ist, Wasser, Tiere und Pflanzen lediglich als Ressourcen zu sehen. Wir könnten zum Beispiel Wasser als eine lebendige Kraft sehen, die uns mit allem Organischen und Anorganischen verbindet und einen gemeinsamen Lebensraum, ja sogar eine Lebensgemeinschaft schafft. Indigene Kulturen sehen Wasser als etwas Heiliges, als ein Familienmitglied, das respektiert und beschützt werden muss.
damit die tierliche, pflanzliche und menschliche Gemeinschaft am und mit dem Fluss gut gedeihen kann. Die First Nations in Ontario, Kanada, sagen: Wasser ist Leben. Um Wasser zu verstehen, müssen wir unsere Beziehung zu Wasser verstehen. Es ist nicht gut, nur an unser Trinkwasser zu denken. Wir müssen an alles Leben in und am Wasser denken, an all die Pflanzen und Tiere. Wasser ist selbst wie ein Lebewesen mit Persönlichkeit, Gefühlen und Verantwortung. Wasser hat einen Geist und wird gebraucht, um Leben zu erhalten und zu erneuern. Es ist deshalb heilig und muss mit Liebe und Fürsorge behandelt werden, wie ein Familienmitglied. Nur dann kann es seine eigene Verantwortung erfüllen.